Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir sind unterwegs in Richtung Schweden. Wir liefern dort, hoffe ich, Druckbehälter ab. Und ich hatte erst überlegt, ob wir nicht einen Auftrag mehr Richtung Süden, Italien oder so nehmen, aber der Richtung Schweden war dann doch einfach zu verlockend mit 48 Euro pro Kilometer, den wir da kriegen. Dann nehmen wir jetzt einfach von Schweden aus dann einen Auftrag Richtung Süden an. Müssen wir natürlich jetzt erstmal hinkommen nach Schweden. Deswegen fahren wir hier im Süden Islands an der, ja nicht ganz an der Küste, aber doch stark im Süden von Island entlang durch Regenwetter. Was es nebenbei gesagt hier bei mir gerade auch tut. Sonntagmorgen, wo ich diese Folge aufnehme und es regnet. Im Gegensatz zu der gestrigen Folge. Nee, nicht gestrige. Nicht auch nicht zu der letzten, sondern zu der vorletzten Folge. Die habe ich nämlich samstags schon aufgenommen, da war noch Sonnenschein. Aber die heutige Folge und die letzte Folge, also die von vorgestern, die habe ich jetzt beide am Sonntag aufgenommen. Bei wunderschönem Regenwetter kommen wir an dem Bus vorbei. Eher nicht, ne? Nur mit hohem Risiko. Das lasse ich jetzt lieber. Das Risiko gehen wir mal lieber nicht ein. Dann fahren wir lieber ein bisschen vorschriftsmäßiger. Dadurch, dass das auch so diesig ist, sieht man nämlich nicht wirklich was. Kann erahnen, dass die Straße frei ist, aber dadurch, dass der Bus relativ zügig fährt oder biegt ab, das ist natürlich perfekt. Nee, 6 Grad. Was waren die 22? Keine Ahnung. Wir rollen bei 1000 Umdrehungen, knapp über 1000 Umdrehungen, mit gemütlichen 80 durch die Lande. Sehr schön. Tanken brauchen wir noch nicht. Wir haben noch 900 Kilometer, die wir fahren können. Bis zur Fähre sollten wir damit auf jeden Fall kommen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Jetzt geht's richtig bergauf, aber wir haben auch nur 12 Tonnen geladen, von daher. Hat unser LKW da nicht wirklich große Probleme mit. Ah, der Regen wird weniger, sehr schön. Nicht mehr lang, jetzt genau ist nämlich vorbei mit dem Regen. Wunderbar. Fährt sich gleich angenehmer. Zwar immer noch ordentlich bewölkt und geht ja ganz schön die Berge hoch. Das jetzt bei Tag, das wäre toll. Das wäre richtig toll. Kopfsteinpflaster, das ist ja mal richtig eklig. Entsprechend rumpelt es auch gerade im Lenkrad. Immer mal wieder.
Da fahren wir lieber auch langsam durch. Bin ja schließlich nicht bescheuert und bretter da volle Karre drüber. Da ist mir dann der Truck doch deutlich zu schade für. Ein einsamer Strich auf dem Navi. 9 Grad, sind schon 3 Grad wärmer geworden. Unser Display sagt zwar 8 Grad, aber kleine Differenzen kann es da schon mal geben. Bin mal gespannt, wie lange wir bis zur Küste brauchen. Aber eigentlich sollten wir das in der Zeit, wo wir fahren dürfen, also keine Pause machen müssen, schaffen. Normalerweise. Hoffe ich jetzt einfach. Ist ja fast wie in Irland hier. Das ist auch so Steppe und teilweise jedenfalls, je nachdem, wo man da ist. Oder Schottland hat auch solche Bereiche. Machen wir doch mal Licht. Wenn wir es schon haben und bei den Straßen ist dann wirklich fast gar nichts los. Da können wir dann mal richtig Licht machen. Bietet sich ja dann an. Nebenbei mal ein Schlückchen trinken. Und wir fahren hier durch. Das ist ja wirklich total einsame Gegend. Wäre mal interessant, ob es hier ein Handynetz gäbe oder gibt in Realität. Und wenn man da eine Panne hat, hat man, glaube ich, ein echtes Problem. Aber ich weiß echt nicht, wie in Island das Handynetz ausgebaut ist. Ob das bis so in den entfernten Winkel hergeht. Oder eher nicht. Keine Ahnung. Ich wollte ja schon immer mal hin. Oh, das sieht auch toll aus. Da ist Wasser. Ups, da ist Wasser. Und wir fahren Slalom. Hoppala. Ist doch herrlich. Das sieht doch richtig toll aus. Also die Natur, die Gegend hier in Island. Oh, wir haben PKW vor uns. Dass der auch mal wieder was sieht in seinen Spiegeln. Machen wir mal lieber das Fernlicht aus. Wieso fährt er eigentlich so langsam? Der dürfte doch schneller. Oder gilt hier allgemein 80? Oder er genießt die Landschaft. Die ist natürlich, die ist auch wunderschön. Ups. Den überholen wir jetzt aber. Hier kann man ja doch schon recht weit sehen. Ob da was kommt oder nicht. Sagt euch gleich das Licht. Nee, ob ihr recht habt oder nicht, heißt es ja eigentlich. Ich weiß nicht, wer die Sendung noch kannte. Mit Michael Schanze hieß er, glaube ich. 1, 2 oder 3. Ich damals als Kind eigentlich ganz gerne geschaut. Aber das ist halt auch schon viele, viele Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt.
Ja, so die alten Sendungen aus der Kindheit. Dalli Dalli kenne ich noch. Es waren noch Zeiten, ja. Oder am laufenden Band mit Rudi Carrera. So, da müssen wir mal ein bisschen runterschalten. 12. Gang ist dann doch etwas heftig. Und ups, bisschen steil die Kurve. Es geht, oh, schön Bergsee. Und da geht's in Donnel. Kurz zumindest. Ja, nur kurz. Ist das ja das, was das Geräusch macht? Oh ja, wunderbar. Hopsa. Vor lauter Gucken mal wieder nicht geschaut, wo die Straße lang führt. Wir uns auf dieser Straße befinden. Und da ist schon die Küste, das heißt, wir dürften bald am Hafen sein, oder? Ein Parkplatz für Wanderer, nehme ich mal an. Hier in der Gegend kann man mit Sicherheit wunderbar wandern. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. So ein Windrichtungs- oder Windstärkeanzeiger. Seitenwind. So von schräg links hinten. Wunderschön, fahr mal die Küste entlang. Das gefällt mir. Jetzt noch ein schöner Sonnenaufgang dazu, das wäre perfekt, aber um 2.38 Uhr kann man da nicht wirklich mit rechnen. Da wird die Sonne eher noch nicht aufgehen. Gerade die Landschaft so richtig. Die Berge da vorne. Das Meer an rechter Hand. Da die kleine Insel. Wenn man dahin schwimmen kann, ich weiß nicht, wie kalt das Wasser ist und wie die Strömungen da sind, dann ist es mit Sicherheit ist die Insel da mit Sicherheit ein absolutes Paradies für Kinder, die darüber schwimmen und da drüben dann spielen. Wir sind fast ein bisschen schnell unterwegs, ne? Könnten mal einen Hauch langsamer fahren. Da geht's wieder, da wird's wieder weiß. Da wird's wieder weiß. Und schön über die Brücke fahren. Die scheinen die ganz gern mal einspurig zu machen, aber andererseits bei der Verkehrsdichte hier, ich weiß nicht, ob man da von Dichte überhaupt sprechen kann.
Da ist ja dann wirklich so überhaupt nichts los. Dann machen die einspurigen Brücken dann auch nichts. Da ist die Gefahr, dass man anhalten muss, dermaßen gering. Hopsa. Ein kleiner Ruckler. Sie wird ja wohl nicht abstürzen wollen. So, wir müssen abbiegen. Da ist frei. Und das ist gut. Fahren wir wieder der Küste entlang. Bin mal gespannt, ob wir es in der heutigen Folge zumindest noch bis zur Fähre schaffen. Wir haben noch 3 Stunden bis zur nächsten Pause. Und fahren jetzt hier erstmal. Ups, ein wenig arg ausgeholt. Wobei so viel, gar nicht mal so viel zu viel. Ja, wir haben noch ein ganz schönes Stück zu fahren. Vielleicht müssen wir doch noch Pause machen in Island. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir bis zur Fähre durchkommen. Aber vielleicht auch nicht. Wobei Pause machen ist hier in der Gegend, glaube ich, gar nicht so einfach. Dazu bräuchte es nämlich Parkplätze. Jo, einmal Verengung. Wunderschön einfach. Gefällt mir echt total gut die Gegend. Gefällt mir so richtig, richtig gut. Ah, jetzt kommen wir langsam in den Bereich Sonnenaufgangs. Aber das wird traumhaft, glaube ich. Möwen. Man sieht sie nicht, aber man hört sie ab und zu mal. Das ist echt eine richtig schöne Küstenstraße. Ich weiß nicht, ob es sie so in echt auch gibt. Da kommt die Sonne. Ein Traum. Einfach ein Traum. Das Meer, herrlich. Zwar mit Sicherheit eiskalt, aber... Das ist doch einfach eine wunderschöne Straße. Genieße ich gerade total, wie ihr wahrscheinlich merkt. Jetzt gleich kommt dann die Sonne wieder, wenn wir da ums Eck kommen. Geradeaus. Ja, wo soll man hier auch sonst lang? Es geht nur geradeaus, oder? Kommt da irgendwo eine Abzweigung? Nicht wirklich. Aber Kurven kommen hier. Ist das nicht herrlich? Jetzt fahren wir hier entlang, da vorne dann gleich über die Brücke und dann... Ups. Eine nicht ganz so gute Straße. Ich weiß
weiß nicht, ob ihr das hört, dass wir das im Lenkrad ruckelt. Das ist schon heftig. Hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die wäre komplett so schön ausgebaut. Aber da wird man eines Besseren belehrt. Ich hoffe, die wird gleich wieder besser. Das sieht schon gut aus. Ah, himmlisch. Hier haben wir wieder gewohnte Straßenqualität. Sehr schön. Oh, hinter uns ist ein LKW. Okay. Sind wir nicht ganz so allein wie gedacht. Und da ist wieder unser Meer. Ups, und da ist eine Kurve. Ja, jetzt müssen wir zumindest mal gucken, dass wir hier irgendwo was Ähnliches finden wie einen Parkplatz. Ich hoffe, da kommt mal irgendwie sowas. Ja, dauert noch ein Stückchen. Da hier oben kommt es dann in Reyðarfjörður. Das werden wir noch fahren müssen. Und da werden wir dann noch Pause machen müssen. Und da werde ich dann auch den Cut machen. Wird halt die Folge heute wieder ein bisschen länger. Ich vermute mal, das ist durchaus in eurem Sinne. Ach, das war ein Traktor. Oh, ein Auto. Gegenverkehr. Es gibt Gegenverkehr. Der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man sich in der Realität könnte man sich wahrscheinlich dann irgendwo an den Rand stellen, wo es halbwegs befestigt ist und dann Nickerchen machen, aber. Oh, da ist eine Raststätte. Ah, die nehmen wir natürlich. Weil wir müssen eh pennen. So. Ich guck gerade, wie wir hier am geschicktesten fahren können, ohne die Autos da zu demolieren. So nicht. Ich sehe schon, das wird nichts. Parkplätze sind ja ganz nett, aber ein wenig eng. Kommen wir um den da rum? Weißt du, wirst müde. Nein, tun wir nicht. Aber wir haben jetzt geparkt. So, so stellen wir uns jetzt hin. Fertig. Motor aus. Werfen gerade nochmal einen Blick nach draußen, wie schön schief wir hier stehen.
Oh, hört ihr das Meer? Oh, das sind Kühe, okay. Und ich sag dann erstmal vielen Dank fürs Mitfahren. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch übermorgen wieder mit dabei, wenn wir unsere Fahrt fortsetzen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.